Recht herzlich willkommen zur 235. Folge von City Skylines. Ja, wir sind in dem Spiel wieder drin. Wir haben letztes Mal nicht in dieser Richtung, sondern in dieser Richtung expandiert. War das hier? Das war hier, ne? Ja, genau. Hier unten in Ulm Platz heißt der ganze Werk hier. Haben wir Industrie und Wohnhäuser und Bürogebäude und vielleicht haben wir auch ein bisschen Dingens gemacht. Wer heißt es? Ja, wir wahrscheinlich da haben wir ein bisschen Kommerz gemacht, ne? Damit das wieder hier ein bisschen größer wird. Es fehlen aber noch ein paar Geschäfte, damit die dann auch glücklich und zufrieden sind. Alles andere hatten wir ja. Wir hatten ja noch diese Hochspannungsleitung gebaut, damit das Wohngebiet besser werden kann. Wir müssten jetzt aber schauen, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Straße dazwischen kriegen. Haben wir überhaupt irgendwo Platz gelassen, damit die überhaupt irgendwo hin können? Nicht wirklich, ne? Müssen wir ja hier sowas machen, ne? Warte mal, diese gesprungenen Geschichten machen ja mehr Sinn, ne? Dann können wir hier noch was reinbauen. Naja, das sieht jetzt nicht so doll aus, ne? Warte mal, dann machen wir das so. Ne, das ist ja auch doof. So wäre es gut, oder? Dann würde da der Strom aber wegfallen. Geht das auch kürzer erstmal? Ja, das ist jetzt nix. Ja. Warte mal, wir machen das noch da und dann so rum. Genau. So. Ach, guck mal, hier hatten wir was frei gemacht, damit wir da durch können, ne? Kann das sein? Zack, haben wir es doch, oder? Und hier machen wir weiter. Ne, da will ich ja nicht anschließen. Ich will da drunter her. Das muss doch auch mal gehen, oder? Ah, da geht's. Dann können wir nämlich hier noch ein bisschen lang. So. So. Und so. Na, da geht nichts mehr, ne? Oh, da war was. Dann ziehen wir das doch mal gerade durch. So, da haben wir das. Ja, können wir erst mal lassen. Wir brauchen ein bisschen Kommerz. Wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen viel Kommerz, wie man sieht. Machen wir doch mal hier was hin. Dann sind die doch schon mal hier beschäftigt. Und hier, was machen wir hier hin? Dann machen wir noch ein paar Hochhäuser hin. Und da vielleicht auch, aber hier nicht, weil da machen wir noch Kommerz hin. So. Und hier machen wir niedrigen. Ne, da machen wir ein paar Bürogebäude noch hin. Ja, können wir auch auf dieser Seite machen. Und wir sollten vielleicht hier nochmal was wegmachen, damit wir noch eine Straße da irgendwie vielleicht hinbauen können. Aber sieht auch gerade so aus, als ob das nicht so prickelnd wäre. Hier machen wir nochmal ein paar Einkaufsgeschäfte hin und dann gehen wir da mit tollen Wohnhäusern hin. Dann sind die alle glücklich. Hier wird es ein bisschen schlechter. Da kann man das nur so machen. Da geht wohl nichts. Ah, da vielleicht auch noch ein paar Geschäfte hin. So, ne?
kann man so kleine Einfamilienhäuser hinpflanzen. Da oben wird schon gebaut. Vielleicht sollten wir hier noch mal wegnehmen und da können wir auch ein paar Geschäfte noch machen. Und hier haben wir noch was und da machen wir noch mal Geschäfte hin. Passt, oder? So, Stromversorgung. Oh, sieht doch schon gut aus. Und Wasser sieht hierhin schlecht aus. Das bedeutet hier nochmal gerade ein bisschen hingezogen und alles ist gut. Oh, das war verkehrt. Das müssen wir jetzt aufwerten. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, dann können die da alle bauen. Herrlich, oder? Autos fahren schon, aber es wohnt keiner da. Hier haben wir schon ein bisschen Nachbarschaftsladen. Hier wird auch gebaut. Sieht gut aus, oder? Ja, die Erzindustrie ist natürlich hier der Hammer. Geschäfte sind immer noch gefragt. Der Rest ist schon gut. Geht hier eigentlich nichts? Nee, wohl nicht. Ja. Muss man da mal gucken, was man da weiter macht, ne? Aber hier sind ja noch freie Plätze überall. Meine Geschäfte können hier und da und dort noch werden. Das ist ja auch noch machbar. Läuft erstmal, ne? Ist ja jetzt hier auch wieder runtergegangen. Gut, 133.000. Ein bisschen schlecht behaftet zurzeit, aber sonst läuft's. Hier können wir auch noch was machen, aber auch noch nichts, ne? Da müssen wir noch weiter gucken. Was macht eigentlich so unser Verkehrsaufkommen? Die Monorail wollte ich gerade angucken. Das war die, ne? So. 4, 40, 10, 25, 30, ja, könnte besser sein, ne? Ist jetzt nicht so unbedingt prickelnd, ne? Und mach das mal zu. Und geh mal auf das Budget für den Nahverkehr und dann sehen wir, dass das total schäbig ist. Hier ist es 170, 2600. Das ist natürlich teuer, ne? Ja, Busse fahren miese ein, Straßenbahn fahren miese ein, die U-Bahn fährt plus ein, die Bahn fährt miese ein, Schifffahrt fährt miese ein, Flugzeuge haben wir nicht. Taxis sind mies. Ist alles mies, ne? Was ist das? Weiß ich gar nicht. Seilbahn. Gut, Seilbahn ist ja auch noch ein Thema. Könnte man ja mal hier oben auf dem Berg noch was bringen, ne? Wo war denn der Berg? Jetzt ist hier irgendwie die Karte. So. Da ist, dann müsste hier rechts unser Berg sein. Ja, da könnte man was machen, ne? Hier von da oben runter sozusagen, ne? Wo finden wir das hier, ne? Oder? Was ist das hier? Seilbahn Endbahnhof. Seilbahn Haltestelle. Seile für Seilbahn. Auch interessant, ne? Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Sehr interessant. Ja, da wäre es möglich. Hier war doch gerade ein Gebäude. So, da. Haben wir auch noch grün. Aber hier ist es. Also ich würde da jetzt die krass abreißen, ne?
Und dann. Ist schon interessant, oder? Wie soll man das aber dahin bauen? Okay. Geht das dann so oder was? Gefälle zu steil für eine Seilbahn. Du glaubst es nicht, oder? Kann jetzt nicht wahr sein, dass das Gefälle zu steil für eine Seilbahn ist. Ha. Kann das jetzt hier auch schlecht sehen, wie es ist hier, weil das dann unscharf wird. Doof, ne? Ja, das bringt uns ja gar nichts hier dann, ne? Was soll so ein Blödsinn dann? Komm mal, das Reißmaul-Rückerstattung ist da. Ja. So, und jetzt kann ich das auch anders machen. Okay, und jetzt so ein Masten. Geht aber nicht, ne? Können wir das dann mal scharf stellen hier? Das ist ja voll dämlich gemacht, oder? Ach so, da müssen wir mal gerade das abreißen, was wir da hingebaut haben. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir es nicht doch hinkriegen. Oh, da war was. Okay. Okay, das geht dann doch nicht. Dann reißen wir den letzten wieder ab hier. Und bauen das nochmal. Können diese hier so zwischenbauen, ne? Oder wie ist das? Gebäude muss neben einer. Ah ja, da ist es doch. Bisschen niedrig, ne? Ich hätte es gern ein bisschen höher. Ja, wenn ich das jetzt hier hinbaue, was ist das denn, ey? Dann geht das doch gar nicht, ne? Oder? Doch, geht. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt muss es hier noch weitergehen, ne? Das heißt, hier geht's weiter. Können wir hier so machen. Und die Frage, ach, da ist schon kein Gelände mehr, wo wir bauen dürfen, ne? Na, das ist ja auch doof.
Dann reißen wir noch wieder ab. Nummer. Oh, wenn das geht, dann machen wir das natürlich. Jetzt wäre schön, wenn es hier irgendwo noch hingehen würde. Und das tut es natürlich nicht. Warte mal, können wir das nicht hier so beeinflussen? Nehmen wir so ein... Ja, guck mal, geht doch. Hätte man mal vielleicht eher sagen sollen, ne? Ja, wenn das so ist, ne? Dann kriegen wir das jetzt hier gleich angeschlossen, denke ich mal. Nur hier muss jetzt eine Straße erst hin. So, das haben wir. Und jetzt müssen wir hier noch ein Gebäude haben für die Seilbahn. Die Endstation. So, jetzt haben wir das, aber jetzt haben wir dann hier das Problem mit Losfahren, ne? Ich glaube, da müssen wir nochmal abreißen, dieses Stück hier. Reißen wir das nochmal ab. Und dann geht's nochmal hier los. Hier müssen wir höher. Und dass wir da wieder dran kommen, ne? So passt es dann, oder? So passt es dann. Gut, dann sind wir damit durch. Ist nur die Frage, wie man das organisiert. Okay. Ah, da fahren schon welche. Sehr interessant. Und wie können wir das kontrollieren? Indem wir jetzt hier Seilbahn unterwegs, Passagiere 0 von 30. Kann man da mitfahren? Fokus. Das war jetzt aber hier keine Seilbahn, sondern das war, ne? Fokus. Okay, die fährt jetzt wieder wohl, oder? Okay, jetzt sind wir wieder dabei. Aber keine Passagiere. Ist wieder so ein Verlustgeschäft, was wir da gerade angeleiert haben, ne? Aber wir haben Spaß, das ist wichtig. Irgendwo gibt es ja so eine Zwischenstation, die haben wir auch noch, ne? Oh, die wackelt sogar richtig. Cool, ne? Okay, das ist hier der Zwischenhalt. Steigt auch keiner ein, oder? Nö. Und weiter geht's. Talwärts.
Okay, der Masten hier, die leuchten sogar blau, rot. Für die Flugzeuge, damit die ja nicht gegenfliegen, ne? Krass, oder? Ja. Tolles Gimmick, was wir da gemacht haben. Verschlingt aber hier wahrscheinlich Unsummen. So, bemannte Fahrzeuge unterwegs, dreht sich um und fährt wieder weiter. Und bemannt Fahrzeug, leider ohne Bemannung. Gut, okay, haben wir. Ja. Können wir jetzt getrost sein lassen? Ne, brauchen wir auch nicht. Können wir. Was haben wir da jetzt? Jetzt haben wir ja was anderes am Finger. So, okay, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit der Folge. Werden uns nächstes Mal nochmal um den Kommerz kümmern, der schon wieder ganz viel haben möchte, ne? Und hier werden wir auch nochmal gucken, was da los ist. Aber ich sag mal ganz einfach, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!